Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von CryptoTV. Heute möchte ich euch ganz herzlich einladen zu einem schönen neuen Bastelvideo. Was heißt neues Bastelvideo? Ein Bastelvideo haben wir noch nicht gehabt, darum wurde es mal wirklich höchste Zeit. Nun, die Millenniumskinder, die erst nach 2000 geboren worden sind, die kennen so Ausdrücke wie Bastelvideos nicht mehr, die sagen Tutorials dazu. Okay. Ich will nicht lang schnacken heute. Wir basteln heute mit zwei Rockabillys, den Elvis, den Richie und den Harry, einen postapokalyptischen Weihnachtsbaum. Bevor wir beginnen, möchte ich euch noch erklären, was ein Rockabilly ist. Rockabillys tanzen gerne Rock'n'Roll. Einfach die klassische Musik aus den 50er und 60er Jahren. Sie fahren gerne Oldtimers und Muscle Cars. Und am Kleidungsstil erkennt man sie eben auch schon, dass sie sich eben wie in den 50er und 60er Jahre kleiden. Und somit wünsche ich euch viel Spaß bei dem Bastelvideo des postapokalyptischen Weihnachtsbaums. Hallo zu Hause an den Bildschirmen. Für unsere ausländischen Gäste ein Merry Xmas. Für jene, die es trotz der geschlossenen Grenzen auch aus Deutschland geschafft haben, hallo erstmal. Und für unsere spanischen Freunde ein herzliches Covid-Navidad. Ja, ihr werdet euch jetzt fragen, warum ich hier vermummt stehe und in die Kamera rede. Sage ich euch gleich. Vermummt ist, weil das offiziell so sein soll. Aber nachdem unser Reichskanzler all seine Pressekonferenzen auch stets unvermummt macht, machen wir das unter freiem Himmel in der Mozartstadt jetzt auch. Weg mit dem Corona-Tuch. Ich darf mich vorstellen, ich bin der Elvis, das ist der Harry. Du musst jetzt fast einmal in die Kamera winden. Grüß euch, die Herrschaften, guten Morgen. Und an der Kamera im Moment nicht sichtbar ist der Roman von CryptoTV, der sich bereit erklärt hat, dieses heutige Festtagsdrama filmisch festzuhalten. Eigentlich hätten wir ja sehr gerne Ö24, Krone TV, den ORF oder ein ähnliches systemrelevantes Staatsmedium gehabt. Unglücklicherweise haben wir nicht die Möglichkeit, dem österreichischen Arbeitnehmer und der österreichischen Arbeitnehmerin ihre Hacklerregelung wegzunehmen und somit 210 Millionen flüssig zu machen, um uns quasi derartige Informationssender leisten zu können. Deshalb hier mit CryptoTV. Ihr werdet euch jetzt fragen, was soll eigentlich hier passieren? Nun, wir schreiben den 26.12.2020, also Weihnachten. Grundsätzlich haben es der Harry und ich hier nicht so mit Weihnachten. Wir sind da nicht so die Märchenfreunde von kleinen jüdischen Kindern, deren Vater nicht ganz klar ist, die jungfräulich auf die Welt gekommen sind, in diesem Märchenbuch mit sprechenden Schlangen und Co. Aber im Jahr 2020 ist ja alles ein bisschen anders. Es ist ja schließlich das erste Jahr, in dem Politiker ausgezogen sind, weltweit den Tod auszurotten. Und in diesem Sinne machen wir heute ein kleines Weihnachtsspecial als Video. Weihnachtsspecial deshalb, weil wir vorhaben, einen kleinen Covid-Navidad-Baum zu basteln. Nachdem wir allerdings glauben, dass genug Bäume unschuldig umgeschnitten in der Stadt Salzburg und sonst wo im christlichen Abendland rumstehen, um danach wieder entsorgt zu werden, wir klimafreundlich sind, damit Greta nicht weint, bauen wir quasi aus Altstacheldraht, man dankt dem Harry, der ihn geholt hat, also quasi es ist wiederverwerteter Stacheldraht, ein kleines Bäumchen, 100% rostig, 100% CO2-frei und werden das Bäumchen ein bisschen schmücken und heute dann im Laufe des Tages bei dem heutigen Corona-Spaziergang mit anderen Covidioten, links-rechten Aluhutträgern und Weltverschwörern, so wie wir es auch sind, den Aluhut habe ich heute nur nicht auf, weil er so schlecht für die Frisur ist, das mit dem links-rechts muss mir irgendeiner noch erklären, aber bei der Verschwörung sind wir schon dabei und deswegen verschwören wir uns jetzt einmal zu ein bisschen Arbeit. Wichtig ist natürlich bei alledem, dass es immer schön feuchtfröhlich zugeht. Es ist ja schließlich Feiertag. In diesem Sinne ein Corona. Falls sich wer fragt, warum Corona, Nomen ist Omen. Und natürlich, weil es extrem wichtig ist, Brauereien zu unterstützen, die quasi nicht schweigen, wenn die Gastro stirbt, so wie das die hiesigen Brauereien Stiegl und Co. eher mal machen. In diesem Sinne gehen wir es an. Der Harry kriegt jetzt mal ein Bier. Prost, die Herrschaften. Gesundheit. So, und damit der Kameramann nicht total am Trockenen sitzt, kriegt ihr auch ein Bier.
Es ist ja nicht so, dass wir, wenn wir schon was machen, ganz ohne Gage unterwegs sind. Bitte schön. Wir wissen ja schon, dass es so warm bleibt, gell? In Herzen natürlich. Genau. So, ich hätte jetzt einfach einmal gesagt, wir werden da einfach einmal ein bisschen was von dem holen. Meine Herren, zum Wohl, Prost. Wir werden ein paar Meter holen und werden das einmal ausschneiden und werden uns einfach halbwegs gleich noch ein Stückchen machen. Genau, das hätte ich auch gesagt und ich hätte gesagt, dass das Gesamtbäume, nachdem der Stamm ja relativ vorgegeben ist, so an die Höhe da heranreichen soll. Da schaut es mal her. So ungefähr so hoch. Ja, ein bisschen länger werden wir es brauchen, damit wir es unten umwickeln können oder so, aber grundsätzlich schaut das ja alles schon recht vernünftig aus. Ich glaube, dass das schon definitiv einmal lang genug ist. Und du kannst ja zwei. Du kannst ja aufwärmen und nochmal runterfahren. Verstehst du? Ja. Das heißt, dann kann man es ja doch. Ja, dann kannst du es aber nicht aufwärmen. Probier was einmal mit. Moment, ich probiere das einmal mit dem Zahnrad, weil ich glaube nicht, dass du da einen Flex brauchst. Mal schauen. Siehst du, da haben wir die weihnachtlichen Sterne Spritzer auch mit dabei. Du weißt aber schon, dass ich eigentlich jetzt die Arbeitshandschuhe mit habe. Also, du musst den Vater jetzt. Alles sein. Was nicht, zwecks der Sepsis und so. Wenn du ins Krankenhaus musst, bist du Corona-Toter. Du kannst aber mit dem Dings unten das Grat biegen, oder Zahn biegen. Schau mal, das wird mir dann mein Corona-Bierchen liegt im Dreck. Der Kurz wird weinen. So war. Das hat das eigentlich bis zur ersten Bespassung funktionieren. Genau, das. Eigentlich, du kannst das dran und holen, oder? Du drehst dann quasi. Ich würde das gar nicht so eng haben. Willst du das nicht enger machen? Also. Ich würde aufhören, dann machen wir das nicht mehr. Das nimmt uns vielleicht ganz oben. Ja, ich habe ja vor, dass wir da eine Nase. Und da ist der Rest fertig aus. Das ist lustig. Doch, das. Da unten haben wir schon eine Lautung. Schwere Spiel nie, gell? Noch nie gewesen, halt. Genau. Ich hänge mir selber. Dankeschön. Daheim schön zusammenschneiden, gell? Ja, sicherlich. Ja. Dein letztes habe ich ja auf Facebook schon geteilt. Sehr gut, sehr gut. Ja. Ich hätte mal
gesagt, Weihnachtsspitz mit Spitz. Das können wir im nächsten Weihnachten machen. Ist fertig. Ich hätte jetzt aber mal gesagt, du tust mir jetzt einen Gefallen, steigst einmal, also, das ist viel zu lang, oder? Wieso? Ich muss da nur einmal umwickeln. Nein, aber ich habe vor, dass wir jetzt erst einmal vier gleich lange Schämpfen machen, die wir dann oben da nicht biegen können. Verstehst du, was ich meine? Ja, gut. Können wir jetzt auch nicht schneiden. Können wir auch schneiden. Ja, ich verheddert mich schon wieder. So. So. Passt. Das tue ich ganz gut. Das ist in die Haut. Okay. Das ist einmal viel zu lang. Ja, dann sage ich, das geht auf 3 aus. Du steigst einmal du drauf. Das geht auf 3 aus, ne? Ich streck das einmal. Das geht auf 3 aus. Weißt du, dann reißen wir nicht in Schuhe drauf. Ja, das müssen jetzt auf 3 ausgehen. Du machst da. Was sind das? 1,5 Schritt? Hat 2 Schritte für die Länge. Das heißt. Halt einmal unten an, bitte schön. Na, da. Ich zieh's einmal und dann nehmen wir mal da einfach einmal Maß. So. Ich hätte einmal gesagt, einmal hier, ich knick da den da. Da wo ich knicken. Das macht heiß. So. So, jetzt legen wir die was du Mastnummern hast, nehmen wir vielleicht gleich einmal daneben neben die lange und machen gleich die zweite, bevor du das da montierst. Oder? Ich hätte gesagt, das messen wir jeweils separat ab. Das ist mir am Bescheid. Das ist Rockabilly-Maß, oder? So, ich gehe da nicht auf einen Zentimeter. Aber ich muss mit einem Kabelbinder aufbinden. Nein, nein, ich hätte es da einfach einmal. Das ist aber. Nein. Gib einen Frieden. Okay. Wachst du mit dem Kabelbinder? Ich hätte mehr genug, bis du das durchgefahren hast. Wenn du einmal den Stamm hast. Die Finger weg, dann sehe ich nämlich was. Ja. Einer zieht nicht zwei, weil sonst. Das ist der postapokalyptische Nadelbaum sozusagen. Ja. Durch. Na, die müssen wir ein bisschen dran haben. Du kannst da zusammenbiegen mit dem Beist an dem Zange. Nein, den brauchst du eigentlich nur eine dran. Jawohl, schaut. Scheiße was, genau. Ja. Das ist ja gut. Das ist gut, was sie verdienen heute, gell? Freilich. So. So, das haben wir auch noch. Passt. So. Du meinst, das ist der erste Ost. So. Einmal. Gib her den Ding, ziehen wir den wieder lang. Thank you.
Das ist aber nichts. Du kannst ja immer oben und vorne herunter ran und dann die Steine machen. Aber ich hätte nicht gesagt, den probieren wir jetzt mit dem Karabiner. Unten kannst du ja. Warum? Da geht er ja eh leicht durch. Wickelst du unten einmal um. Ein oder zwei Dinge, dass er da ein bisschen hält. Das ist schön. Jawohl. Sehr gut. Dann legen wir den einmal da um, damit wir nämlich irgendwann den Stamm auch ein bisschen dichter kriegen, hätte ich gesagt. So. Warte, nicht anziehen, ich hänge ja da noch drin. Perfekt, jetzt hat er. Jawohl. Da oben noch ein paar Mummelwickeln und dann kannst du schon den Stamm machen. Nimmst du da mal das End? Freilich. Weil dann verheddert er mich nicht an. So, ich gehe da einfach rum damit. Ja. Damit. So, damit bringen wir hier oben einmal halbwegs richtig. Sehr schön. Echt. Ein bisschen was locker. So. Wir basteln ein völlig lebensgefährliches Bäumchen da zusammen. Dir sag ich's. So. So gefährlich wie der Kurzkauder Baum mit sein. Ja. Das ist so, ja. Wobei die erst fast ein bisschen weiter abstehen werden als bei ihm die Ohren. So. Ja, Burschen, eine kleine Zwischenimpfung dürfen wir auch nicht vergessen, gell? Ja, da bin ich doch voll dabei. Das nächste machen wir wenn kürzer. So, wohle die Herren. Prost. Ich hätte einmal gesagt, das zweite machen wir wenn kürzer. Jetzt machen wir quasi den Rest tatsächlich den Rest kürzer, weil da oben haben wir es jetzt halbwegs wirklich. Da machst du jetzt so. Die habe ich ja einfach, oder? Nein, ich hätte einmal gesagt, so bis da einmal. Ja, dann machen wir da oben das letzte Stück noch dazu. Anfangen, wie du sie sehen hast, und dann unten herum wickeln, oder? Ich hätte genau so in der Art das vorgehabt. Na schön. Was ist da? In einem sogenannten Seher. Ungefähr. Nimmst du mir das da mal weg? Freilich, haben wir schon. Ja, der ist anhänglich, gell? Ja. Weiß ich, dass er wenigstens einer mag. So. So, jetzt haben wir den einmal drin. Nun schauen wir, dass wir den da. Ich gehe hier ein bisschen auf. Ja, sicht. Die gute Weihnachtswesten. Ja, für manche Schlafschafe wird im Jahr 2021 die Nadel ein bezeichnendes Zeichen sein. Definitiv. So. Da tun wir oben schon noch wieder rum, was drum, damit wir da noch. Ja, pass auf, dann boah, warte, aber dann fahr die Hand kurz auf. Dann fahr ich dann einmal um. Weil dann ist er nicht so lang. So, pass auf, dann nehme ich den noch so rein. Und den da einfach so herumwickeln. So, und jetzt kannst du den nach vorne. Doppelt nochmal. Ja, du willst den einen haben wieder, ne? Nein. Ich meine, so wie den anderen, dass man den. Ach so, ich verstehe. Aber da haben wir ja noch genug drauf. Ja, jetzt haben wir einen losgekommen.
lege gleich den nächsten auf. Genau, dann habe ich gleich zwei Äste noch. Genau. So, das heißt, du willst lauter kurze Stücke haben. Oder relativ kurze Stücke. Wir sind gar nicht da. Dann braucht ja auch noch ein bisschen Kontrast. Wir haben noch zwei Stunden. Nein, aber wie gesagt, ich glaube, wenn man das mit ausreichend Ding macht. Hoppala. Schon recht vorne. Ich habe extra ein ganzes Backel, wo auch draufsteht, dass es quasi keinerlei Evidenz. Machen wir eine kleine Zwischenbilanz erst. Na ja. Jetzt kriegt einmal ein Christbaum wieder so einen richtigen Charakter mit der Dornenkrone. Ja, also einfacher war er dir gewesen, einfach nur einen Adventkranz zu basteln, aber ich habe mir dann doch, das ist fast ein bisschen unspektakulär. Dann hätten sie noch geschrien, aufsetzen, gell, das war auch nichts gewesen. Ein Gummipuppen hätte man können draufhängen, ne? Das war vielleicht schon wieder fast ein wenig anrüchig gewesen, ne? Naja, das Political Correctness ist das neue Neusprech, gell? Da ist die Gedankenpolizei stark dahinter. Ihr sprecht ja echt als wärt ihr Verschwörungstheoretiker. Das ist gar nicht so. Die machen das alle nur, um unsere Gesundheit zu retten. Na, wie war das jetzt, was ich so gehört habe? Ich brauche neue Verschwörungstheorien. Die alten, die sind jetzt alle wahr geworden. Ja, müssen wir uns wieder was Neues aufreifen lassen. Ah ja, die möchte gerne Eliten, die sind ja auch nicht auf sie umgefallen. Ihnen fällt schon wieder was ein. Das ist ein
Ja, es wird langsam. Schön Arsch. Ja, das lebende Beispiel vom Waldstern. Schön weg. Braun, wenig ist. Na, passt auf die Augen. Die sind von der Salzburger AG. Du meinst, die müssen das aussuchen? Ich bin mit der Salzburger AG noch nie Skifahren gegangen. Und werde es wahrscheinlich auch in Zukunft so handhaben. Aber nachdem das Zeug halt einfach, weil wir so umweltbewusst sind, gebraucht und rostig ist und ja auch ein bisschen scharfkantig, habe ich mir einfach gedacht, schaut es vielleicht nicht. Ich hätte einmal gesagt, zunächst der Verletzungsgefahr, ne? Wenn man sich ein bisschen was über die Griffe zieht. Ja, zumindest macht euch Gedanken für Recycling, oder? Ja. Wir fahren zwar nur Verbrennungsmotoren und ganz komische alte Autos, aber wir sind zumindest dahingehend umweltfreundlich, dass wir uns einen Stacheldraht am Land holen für alte regionale Bauern, damit die noch ein bisschen Auskommen haben, ohne EU-Förderung und das Metall nicht ganz verschwendet ist. So. Löblich, löblich. Die zweite ist auch schon verwendet. Der Brater. Nein, doch nicht. Schauen wir den hinten nach. Du bist natürlich schneller, weil du musst nicht wickeln, sondern nur immer einen Schritt machen. Ich tue entwickeln, entwirren. Genau. Das ist nicht minderhocken. Ja, aber es ist minder. Nein, ich habe ja nicht gesagt, dass es minderhocken ist, aber es geht schneller. So. So. Das kürzer machen, dass du es nicht so oft wickeln brauchst. Nein, ich will das nicht so machen, weil dann sieht man relativ wenig von den Hölzern und Steinen. Was wir dann mit Sicherheit noch brauchen, was bei mir in der Tasche nicht mehr Platz hatte, Harry, ist dann später eine Rolle Toilettpapier. Ja, weil neu auftreiben. Das Lametta, gell? Frisch aus Freilassing eingeflogen. Ich habe mir nämlich gedacht, so als ja, schmückende Girlande. Na gut, das ist ja aber nur die Heiselpapier reinbitten. Ne? Na, da geht's. Wenn es einmal geschnitten hat, schaut es halt scheiße aus. Na, da geht's ja eigentlich darum. Da hätte ich dich geschickt nach Hellbrunnau, Richtung Hellbrunnau, aus, weil du aus der Bar von den Windspieldingen oben gehst. Na, mir geht's da um die Botschaft vom Klopapier. Alles klar. Weil ich mir doch denke. Ich hätte aber zwei so lange Rollen, also Kartonrollen. Das ist ja vom Geschenkspapier. Wenn wir die von anschneiden, schauen die auch aus wie Heiselpapier rollen. Und wir dann die auch drauf. Können wir auch machen. Na, wir haben die Hektiker gesagt in die 80er Jahre. Zum Scheißen nehmen wir Standard. Die Hektiker. Bumm, zack, in die Kosten. Ja, das stimmt. Einen Baum, einen Berg, so haben sie gesagt. Weißt du nicht, wo er sich genau befindet? Wissen auch nicht, wie hoch er ist. Gell?
Freude. Ungeschmückte Bäume, aber die sind halt nicht der Stachel drauf. So, du hast da ein Stückchen hier mehr, ne? Original Handdesinfektion nach WHO-Standard. 2020 bekanntlich das Jahr, in dem die Influenza ausgestorben ist, aber man quasi mit Händedesinfizieren weiterkommt. Und deswegen wird der Baum natürlich auch dementsprechend geschmückt. Händedesinfektion ist 2020 ganz wichtig. Abstand wird jeder selber zum Baum halten, weil er wie gesagt ein bisschen rostig ist. Deswegen ist es auch Rusty, der Weihnachtsbaum. Und ich bin einfach zum schönen Schmücken nicht ganz der Fachmann, macht aber nichts. Also, man sieht schon, ein bisschen eine weibliche Ader kommt beim Schmücken schon durch. Du, solange ich ein Stilett in der Hand habe, sollten Sie nicht sagen, ich bin weiblich. Ja, das könnte Löcher ins Leben machen. Lange vor Corona und der WHO und Händedesinfektion war natürlich auch das gute alte Sterilium immer gern gesehenes Mittel. Deswegen haben wir da auch eins mit. Wenn mir jetzt noch einer sagt, wo mein. Hat mir jetzt die Badehosennummer. Traue ich nicht zu. Wir wollen ja nicht, dass sich Leute an Rusty in irgendeiner Form Krankheiten holen, deswegen wird er, wie gesagt, auch dementsprechend geschmückt, damit niemand verstirbt und in der Statistik als Corona-Toter gilt. Und da sind natürlich so Waschzwanghilfsmittel wie Sterilium und Handdesinfektion ganz wichtig. Löblich, löblich. Wir müssen ja die Hygienevorschriften einhalten. Koste es, was es wolle, war das Motto, es ist ein Marathon und es geht von Lockdown zu Lockdown, frei nach dem Motto erste Welle, zweite Welle, Dauerwelle. Und da ist es natürlich wichtig, dass man einmal mehr dafür sorgt, dass alles richtig gemacht wird. Ich würde ja auch einen Babyelefanten an den Baum hängen. Leider Gottes hat mir bis heute niemand gesagt, dass diese Tiere ja bei uns eigentlich gar nicht heimisch sind. Und ich habe bis heute auch noch nicht erfahren, ob es sich um den kleinohrigen indischen Waldbabyelefanten oder doch den großohrigen afrikanischen Steppenbabyelefanten hält. Insofern bleibt der Babyelefant vom Baum weg. Weil der goldene Elefant zu hat, können wir uns da nicht bedienen, gell? Ich wollte gerade sagen, aus dem goldenen Elefanten kann man natürlich jetzt auch nichts mitnehmen für diese Plandemie, weil ja die Gastro, obwohl sie doch stets gute Konzepte hat und sich stets bemüht hat, jeden Feuerlöscher auf den Millimeter genau aufzuhängen, sich an Nichtraucherschutzgesetzen und Ähnlichen schadlos zu halten. Jetzt haben wir es kaputt gemacht. Man sieht schon, 2020 ein echtes Jahr der Krise. Auch die schönen Bandeln halten nicht so, wie sie sollen. Wahrscheinlich bin ich da wieder mit zu viel Aggressivität dran gegangen. Ja, gut. Man kann ja noch die Sicherheitsleine anlegen. Naja, das Problem ist, glaube ich, also dieses Band ist rot und ich befürchte, dass darin grundsätzlich schon mal ein Problem liegt. Das ist ja immerhin eine Farbe der vierfärbigen Corona-Ampel. Wahrscheinlich liegt es da einfach am Farbspiel. Rot ist einfach ganz gefährlich. Ich glaube, die Kuchler werden, wenn sie dieses Video jetzt sehen, gleich mal wieder alles verbarrikadieren und sich selbst in Quarantäne schicken lassen, aber da muss man manchmal hart sein und da muss man manchmal durch. Naja, so richtig überzeugt bin ich von diesem Band nicht. Aber wenn man so wie ich Kurzarbeiter ist, will man natürlich keine hochwertigen Produkte verwenden, weil man sich die in so einer Pandemie nicht leisten kann. Dann muss dann auch das verbilligte alte Zeug herhalten, auch wenn es leider Gottes minderer Qualität ist.
Ist ja bezeichnet, früher hat man die Christbahn, die Entwerteten nach Weihnachten ja den Elefanten in den Zoos zum Essen gegeben. Man musste man tunlichst darauf achten, dass Lametta runterkommt. Dadurch, dass wir jetzt den Baby-Elefanten in diesem Jahr... Ja, wobei ich ja persönlich glaube, dass der Baby-Elefant nach einem Dreivierteljahr Irrsinn eigentlich schon gar kein Baby mehr ist. Der müsste schon relativ ausgewachsen sein, schätze ich mal. So. Zum weißen Elefanten würde das ja leider auch nicht mehr, zum heiligen Elefanten. Was ganz wichtig ist, wir sind heute am 26.12. natürlich schon in der Zeit voraus. Wir haben bereits die ersten Impfspritzen und werden natürlich unseren Rusty, unseren rostigen Weihnachtsbaum, auch quasi mit dementsprechendem Impfmaterial versehen und schmücken. Und es handelt sich natürlich nicht um Sputnik 5, sondern aus einem Pharmakonzern, der dementsprechend da vernünftig... Also das sind nicht diese Fake-Spritzen, die sie dort diese Krankenschwestern und die alle so eingewichst haben. Na, ursprünglich hatten wir ja gedacht, wir sparen, wie gesagt, ich bin hier Kurzarbeiter seit Monaten, wir sparen Kosten und hängen einfach Desinfektionsmittel dran, so im Sinne von Trump, der gesagt hat, das soll man sich dann einfach spritzen. Aber ich habe einfach festgestellt, jetzt ein neues Desinfektionsmittel kaufen, um es zu spritzen, ist Blödsinn. Deswegen hängen wir da einfach wirkliche Impfstoffspritzen dran und hoffen, damit quasi der Volksgesundheit einmal mehr dienlich zu sein. Magst du die Kerzen mit einem dünnen Draht durchstechen und dann so anmachen? Oder magst du das mit den Karabinern machen? Das schauen wir uns dann an, soweit. Und daraus hast du keinen mit, gell? Also nehme ich nämlich einen dickeren Bohrer. Die nicht wissen, Attila Hildmann ist dieser Verschwörungskoch aus Deutschland. Und der hat euch halt einfach nichts vorbereitet für diesen wunderschönen... Er hat nichts vorbereitet, das liegt aber wahrscheinlich daran, dass im Land der grauen, vollen Raute alternativlos der Mann auch nicht sprechen darf. Auch wieder der Elektriker. Zu Wort kommen. Bum, zack, das versteht kein Deutscher. Vor allem die Millenniumskinder kennen das auch nicht mehr. So, du hast die Kerzen schon ausgepackt, du nimmst die Kerze raus, machst quasi. Nein, ich hätte mir gedacht, ich fahre einfach auf der Seite da, ein paar da ein Loch durch und dann fahre ich mit dem Karabiner durch das Loch durch und so bindet man es an, oder? Du machst, glaub, wie du meinst. Ich kämpfe inzwischen mit dem beschissenen roten Dampf. Und bohren Sie einer nach Möglichkeit nicht in die Hand. Sie wissen, lieber Herr Kollege, wenn Sie sich jetzt verletzen, gefährden Sie Ihr Leben, weil Sie ins Krankenhaus müssen. Wenn Sie versterben, werden Sie dort als Corona-Toter geführt. Bohr nicht gleich alle, mach einmal eine so fest, wie du meinst, bevor du alle kaputt machst. Nur damit ich mal ein bisschen meckert. Sind da ja schließlich nicht zum Spaß, ne? So, schau her, jetzt sag ich dir, wie das geht. Dann müssen wir die Kerze reinmachen. Jetzt zeig dir mal, wie das geht, wie das Kerzerl neben am Ost befestigt. Du Schwammel, du. Du sagst, mit den Kabelbindern haben sie keine Kosten und Mühen gesteuert. So schaut es nämlich aus. So, oder? Das ist Black Metal Style. So schaut das nämlich aus und dann haben wir das noch ein bisschen fest zu uns, so, oder? Na, gefällt dir das nicht? Und das wickle ich entweder herum oder zwicke ich an, das restliche. Okay, und jetzt tust du mir trotzdem einmal einen Gefallen und überlegst dir, ob es nicht schöner war, wenn die Kerze auf dem Ast stand, anstatt daneben. Können wir auch machen, dann bohren wir den damit durch. Ja, und dazu teilen wir aber bitte die Kerze raus, was eigentlich gehen sollte. Ja, das ist aber ein Dreckshocken. Da sieht man mal sagen, dass Rockabillys keine romantische Ader hätten. Naja, also um ganz ehrlich zu sein, grundsätzlich ist dem natürlich bejahend zuzustimmen.
Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass man in mehreren Monaten der völlig willkürlich verblödeten Quarantäne über Lockdowns hinweg anfängt, ganz sonderbare Hobbys zu beginnen, um quasi gegen die einöde Vereinsamung und den geistigen Stumpfsinn vorzugehen. Und ich gebe natürlich zu, dass ich in den letzten Wochen und Monaten Makramee und Origami im fachmännischen Grad erlernt habe. Ich kann inzwischen auch die russische Nationalhymne rückwärts pulzen und ähnliches. Also wie gesagt, erste Welle, zweite Welle, da lernt man dann auch romantische Sachen. Ne? Wiener Gesang war gestern. Lieber Roman, bevor du das Ganze dokumentierst, es steht natürlich drauf, dass es quasi keinerlei technischen Nutzen hat und das, obwohl das gute Stück schon dreilagig ist und sogar über einen Nasenbügel verfügt, da haben sich die lieben Leute aus Wuhan und Umgebung doch schon sehr bemüht, uns mit wertvollem Maulkorb zu versorgen. Nicht national zertifiziert und nicht medizinisch oder anderwertig geprüft. Ja, die Leute in Wuhan, die feiern gerade ganz schön Dick-Fact-Party, habe ich schon mal auf Fotos gesehen. Währenddessen bei uns die Städte leer sind. Ja. Können wir mal ein kleines Bildchen einblenden? Die kochen sich halt quasi gerade ein kleines feiertagsmäßiges Fledermaus-Ragout, während wir Rusty den Baum schmücken. Nachdem es ja bereits in der geraumen Geschichte in Österreich schon mal einen etwas missbildeten Mann gab, damals ging es um einen, der nur einen Hoden hatte, der sich als Führer im Sinne der Volksgesundheit aufgeschwungen hat, jetzt haben wir einen, der einfach nur zu große Ohren hat. Nichtsdestotrotz, bei dem, der nur einen Hoden hatte, hieß es einst, Arbeit macht frei. Ja, demnächst heißt es ja dann hier, Testen macht frei. Und man sieht, die Geschichte wiederholt sich. Und da kann man dann natürlich... Schaut immer noch nicht schön aus. Ja, sag ich doch, schaut immer noch nicht schön aus. Danke, Herr Kollege. Das Jahr sollte auch nicht schön sein. Könntest du einmal schauen, was für ein Prachtstück das schon mal jetzt geworden ist? Festlich geschmückt. Da brauchst du einen Waffenschein für diesen Baum. Und er steht in Sachen Hässlichkeit an den Kistbäumen aus Wien und ähnlichem und nichts war. Wie gesagt, wenn die Waffenläden eh offen haben, braucht man für den Christbaum einen Waffenschein. Komm mal her, schaut, das ist eh gut für zwei, ne? 5 Minuten. Fahren wir noch ein paar Sprüchelein natürlich für die Herrschaften und die Damen vor den Monitoren, damit die Sofa-Aktivisten natürlich auch etwas haben. Okay, dann machen wir die Damen. So, dies kommt ins Brustkasten rein. Der postapokalyptische Christbaum. So ist es. So. Ein Weihnachtsstern sozusagen. Ja, da kommt dann der Stinkefinger an, schon da
Ah, ja, genau. Also, wenn man echt ein bisschen Klamme hängt, aber wir schaffen das. Wir machen das wie die Inge. Jetzt bedenken, jetzt stehen wir schon 3 Stunden in der Kälte beim Schmücken. Das kann nicht sein. Aber nur die Harten kommen in den Garten. Noch härteren an die Gärtnerin. Ich habe mir fürs Auto, fürs Pedal, einen Gummibelag bestellt. Gell? Original für Mini nämlich. Nicht? Das Teil ist genauso klar. So. Das fahren wir auch mal ein bisschen fotografieren. Da. Ja, die Hauptsache, ich hackel und ihr macht alle ein Doku davon, wie ich hackel. Das finde ich sehr, sehr löblich. So, Teil 1 einmal so fertig. Kommt der ganz heilige Akt, es wird der Stinkefinger als Weihnachtsstern oben drauf gehangen. Sozusagen. Ari, du tust mir da jetzt bitte mal ein Bader dran wickeln. Oh yeah. Feierlich in Rot-Weiß-Rot. Damit wir da einen schönen Abschluss haben. Also, was willst du jetzt? Das Badl will ja. Das ist ja das Wickeln. Ja, bist du da? Nein, okay. Ja, so. Ja, okay, du musst wickeln, weil ich muss einen Handschuh strafen. Das hilft ja nichts. Schönen. So. Weg. So. So. Damit ist Rusty, der Covid-Navidad Weihnachtsbaum 2020 fertig. Hab's schon gemacht, ja. Na, ein bisschen Meter noch, oder? Was ist ein Baum ohne Lametta? Das ist erst die Abrundung. Weißt du, was du holst auf der einen Seite? Stellen wir ein bisschen weiter vier, oder? Dann kann man rundherum rennen. Jetzt gibt es einmal da den Müll weg da und ein Zettelpackt und dann kannst du immer Baum rein. Mit der Trompete im Arsch und gesagt, da haben wir es dann wieder. So. Ich denke,
Gibt es bald ein Video davon, wie wir geschmückt haben? Echt? Nein, das ist ja gut. Was ist jetzt so Advent-Advent? Demokratie? Ja, ja. Der ist ja gut. Schau dir das an. Nein, muss ich sagen. Ein gute Idee, das Werk. Gute Idee. Voll begeistert die Leute von euch. Demokratie funktioniert anders, gell? So zur Info.